Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der frisch überarbeitete DS7. Den habe ich mir geschnappt unter der Haube. Ein Plug-in-Hybrid mit 300 PS Systemleistung, Allradantrieb, zwei Elektromaschinen, einer Antriebsbatterie für 66 Kilometer, WLTP-Reichweite. Und was wollen wir heute machen? Wir gehen natürlich mit den Plug-in-Hybriden auf Verbrauchsrunde. Bei UbiTestet fahren wir die immer gleiche Runde. Wir fahren 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Und wir wollen natürlich auch herausfinden, wie ist denn die elektrische Reichweite in der Praxis auf eben echten Straßen, nicht nur im Labor. Deswegen nehmen wir den Wagen als erstes mit voller Antriebsbatterie auf unsere Verbrauchsrunde, um herauszufinden, wie weit die elektrische Reichweite ist, wie weit hilft es uns denn, den Benzinverbrauch eben auf einer über 115 Kilometer langen Strecke zu senken. Und dann fahren wir diese selbe Strecke nochmal mit leerer Antriebsbatterie. Hier arbeitet dann das System als Hybridantrieb. Das heißt, es wird immer mal wieder ein bisschen elektrisch gefahren, aber auch eben viel mit dem Verbrenner. Und da wollen wir natürlich herausfinden, was verbraucht er in diesem Betriebszustand. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert und ihr noch mehr Informationen zum DS7 haben wollt über Platzverhältnisse, Preise, Fahrwerk, Lenkung und so weiter, dann bleibt jetzt dran, seid mein Beifahrer. Setzt euch mit hinein, abonniert diesen Kanal und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos diskutieren können. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt zur Verbrauchsfahrt mit dem frisch überarbeiteten DS7 eTENS 4x4 300. Viel Spaß! Der DS7 steht als Mittelklasse-SUV natürlich in einem harten Konkurrenzkampf, nicht nur mit anderen Herstellern oder anderen Konzernen, sondern auch intern, denn intern gibt es unter anderem in dieser Klasse den Opel Grandland oder aber Peugeot 3008 bzw. Citroën C5 Aircross. Also hier musste man schon schauen, dass man eben die Marke DS Automobiles hier ganz besonders positioniert. Und das hat man hier eben getan, indem man besonders in den Bereich Luxus und Schick geht. Und das zeigt der DS7 auch am Exterieur, welches jetzt Ende 2022 ein umfangreiches Facelift bekommen hat. Umfangreich in dem Fall aber lediglich, was die Optik angeht. Das Fahrzeug kommt deutlich maskuliner jetzt herüber. Gerade an der Front ist das schön zu erkennen mit den neuen LED-Tagfahrlichtern, diesem Fächer, der sich hier auftut an Lichtstreben. Das schaut richtig schön aus. Es gibt auch komplett neue Scheinwerfer hier mit LED-Pixellicht, die wir hier haben. Eine schöne Leuchtengrafik beim Öffnen des Fahrzeugs. Die Front ist jetzt etwas cleaner, etwas breiter, ohne aber die Abmessungen des Fahrzeugs hier natürlich zu verändern. Der DS7 ist weiterhin 4,59 Meter lang, 1,90 Meter ohne Außenspiegel breit und 1,64 Meter hoch. Man sieht ihm auch eben eine wunderschöne, eher leicht rundliche Form, so ein bisschen ähnlich dem Audi Q5 an. Am Heck haben wir dann auch eine wunderschöne Rückleuchtengrafik mit indirekt beleuchteten kleinen LED-Schlitzen, die hier auch einen ganz besonderen Touch dem Fahrzeug vergeben, vor allem auch dafür sorgen, dass das Fahrzeug einen hohen Wiedererkennungswert hat, vor allem aber natürlich in der Nacht. Ich finde, das sorgt hier auch noch mal für einen besonderen individuellen Touch, den eben sich wenige Hersteller so schön leisten wie jetzt hier DS.
Hinter der sich öffnenden elektrischen Heckklappe gibt der DS7 dann einen sehr großzügigen und gut beladbaren Kofferraumpreis. Wir haben hier ein Standard-Laderaumvolumen von 555 Liter. Das ist völlig ausreichend und klassenüblich. Diesen Kofferraum können wir dann erweitern durch eine 2/3, 1/3 umlegbare Rücksitzbank. Die Rücksitzlehnen sind federvorgespannt. Wenn diese umgelegt sind, ergibt sich aber leider kein ebener Laderaumboden. Also zum Lademeister will aber auch der DS7 gar nicht werden. Vielmehr eben für besondere Luxus und vor allem besonders viel Platz im Fond. Und wenn wir dann eben hier in den Fond einsteigen, dann haben wir einen leicht erhöhten Einstieg, große Türausschnitte, da kommt man auch mit Kindersitzen wunderbar rein. Die werden dann auf Isofix-Verankerungen hier in der zweiten Sitzreihe untergebracht. Und vor allem aber, sobald man dann eben hier sitzt, dann bietet sich den Fondpassagieren extrem viel Kopf- und Kniefreiheit, zudem eine elektrisch einstellbare Lehnenverstellung, um hier nochmal mehr Komfort zu bieten. Zudem gibt es dann eine dritte Klimazone, die man hier auch einstellen kann an einem Klimabedienteil. Wir haben zwei USB-Steckplätze und eben Luftaustritte. Bisschen schade finde ich, dass es für die Fondpassagiere nicht noch Sonnenschutzrollos gibt, sondern lediglich hier eine Sonnenschutzverglasung. In der ersten Reihe dann sitzt der Fahrer auf sehr weichen, gut ausgeformten, ergonomisch perfekten Sitzen, die hier mit einer hochwertigen Nappa-Leder-Innenausstattung bestückt sind. Die Sitze sind elektrisch einstellbar, bieten eine Beheizung und Belüftung hier vorne, zudem auch eine Massagefunktion. Allerdings fällt auf, dass die Massagefunktion nicht so gut funktionieren kann, denn man merkt, die Polster wurden noch mal dicker aufgepolstert und ich bin mir sicher, das hat man sich dann von Citroën mit den Advanced Comfort Sitzen geholt. Und auch da ist es nämlich so, dass die Massageelemente hier gar nicht so wirklich zum Greifen kommen, weil eben der Schaumstoff oder hier die Unterschäumung in dem Sitz so dick ist. Das sorgt aber dann dafür, dass hier Stöße wunderbar kompensiert werden in dem Sitz und man hier wirklich sehr bequem drauf sitzt und Langstreckenkomfort ist hier einwandfrei. Der Fahrer blickt dann auf einen wunderschönen Instrumententräger, alles schön integriert. Wir haben zwei große Displays, einmal für das Kombi-Instrument, voll digital mit vorkonfigurierten Einstellmöglichkeiten, die sogar noch zum Teil mit einer individuellen Ansicht aufgepeppt werden können. In der Mittelkonsole dann ein neuer 12,3 Zoll großer Touchbildschirm, nochmal feiner in seiner Auflösung, detailreicher in der Anzeige und eben von der Bedienung her ist die Möglichkeit dann gegeben, hier ebenfalls noch weitere Individualisierungen umzusetzen mit den Widgets, die man sich hier individuell eben noch anpassen kann. Natürlich bietet der DS7 auch moderne Konnektivität. Wir haben hier Apple CarPlay und Android Auto drinnen, beides wireless umgesetzt. Wir haben auch eine induktive Ladeschale hier in der Mittelkonsole hinter einem schönen großen Ablagefach verdeckt. Und der Fahrer greift ein wunderschön beledertes Vier-Speichen-Lenkrad an. Auch der Pralltopf hier ist wunderschön mit Leder bespannt und auch eine schöne Ziernaht sieht man hier rüber. Der Armaturenträger bietet zwar etwas härtere Kunststoffe, die aber weich ausgeschäumt sind, dafür aber eine schöne Lederbespannung mit tollen Maserungen hier drinnen. Alles wirkt sehr, sehr fein, sehr elegant. Auch ein kleines Detail, was durchaus sehr schön ist, ist die automatisch aufklappende Uhr von BRM, ein Chronograph, den wir hier haben, sobald man eben die Start-Stopp-Taste drückt, die sich hier in der Mitte zwischen zwei Luftaustritten befindet. Auf der Straße dann kommt natürlich, schlägt die große Stunde des DS7, denn, und da fangen wir gleich beim Fahrwerk an, der DS7 hat eine
durch eine Kamera umgesetzte adaptive Dämpferfunktion hier. Das heißt, die Dämpfer werden kontinuierlich angepasst durch die Kamera. Die Kamera erkennt Unebenheiten, passt dann oder schickt die Informationen respektive ans Fahrwerk und am Fahrwerk werden dann die Dämpfer entsprechend angepasst. Das sorgt auch dafür, dass wir einen hohen Reisekomfort und Federungskomfort hier haben. Das Fahrzeug liegt auch angenehm straff auf der Straße oder genügend straff auf der Straße, um auch nochmal schnelle Richtungswechsel auf einer kurvigen Landstraße gut souverän absolvieren zu können. Allerdings will der DS7 auch gar nicht zum Kurvenräuber und Kurventänzer werden. Das sorgt auch dafür, denn die Federung schwingt immer wieder so leicht nach und das merkt man natürlich, das ist so ein Indiz für eine besonders komfortorientierte Fahrwerksabstimmung. Die Lenkung ist ebenfalls sehr leichtgängig, bietet auch ausreichend Rückmeldung von der Straße, ohne aber jetzt hier zu viele Informationen an den Fahrer mitteilen zu wollen. Im Gegenteil, man versucht hier möglichst viel vom Fahrer fernzuhalten. Auch deswegen, weil man eben ein hohes Maß an Assistenzsystemen hier verbaut hat. Wir haben aktive Spurhaltung, aktive Spurführung, Abstandsregelung und natürlich tote Winkelüberwachung. All das kann der DS7 hier und somit ist ein teilautonomes Fahren für den DS7 hier auch kein Problem und wird auch gerne genommen. Das System funktioniert sehr, sehr gut. Er schafft es auch, die Spur recht mittig zu halten und sorgt auch dafür dann, dass man dann eben Langstrecken sehr entspannt mit ihm absolvieren kann. In der Nacht kommen dann zwei weitere Systeme hier zum Tragen, die zum einen neu sind, nämlich die LED-Pixelscheinwerfer, die eine sehr, sehr gute Ausleuchtung bieten und eben auch zuverlässig den Gegenverkehr aussparen. Das heißt also, man fährt sehr hohen Anteil eben hier mit Fernlicht, ohne eben den Gegenverkehr zu blenden. Eine weitere Besonderheit, die der DS7 hier mitbringt, ist eine Nachtsichtkamera. Das ist eine Wärmebildkamera, die das Bild eben soweit im Kombi-Instrument darstellt, dass man Umrisse genauer erkennen kann und Personen oder Tiere werden dann eben besonders hervorgehoben mit kleinen Kästchen umrandet, sodass man das dann durchaus schnell sieht. In der Praxis muss ich aber sagen, allzu oft schaut man ja nicht ins Kombi-Instrument oder man fokussiert dauerhaft das Kombi-Instrument, sondern die Augen sollen ja schließlich auf die Straße gerichtet sein. Würde man das mit einem Head-Up-Display kombinieren, wäre es in meinen Augen perfekt. Unter der Motorhaube arbeitet hier ein 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbo-Benziner, der gekoppelt ist an zwei Elektromotoren. Ein Elektromotor sitzt direkt am 8-Gang-Wandler, Automatikgetriebe, und der zweite Elektromotor, der sitzt an der Hinterachse. Und dadurch, dass wir eben beide Elektromotoren haben, wird auch hier der Allradantrieb umgesetzt. Auch das Zusammenspiel der Elektromotoren fällt nicht auf. In der Praxis fällt eher auf, wenn dann tatsächlich das Fahrzeug eben von Benzinmodus auf Elektromodus umschaltet oder wieder zurück. Da gibt es immer wieder so einen kleinen Ruck, auch weil das Getriebe die Gänge immer wieder zwischendrin wechselt. Selbst im elektrischen Modus merkt man, dass das Getriebe die Gänge mitzählt, damit es dann eben die richtige Übersetzung hat, wenn dann der Verbrenner einsteigen muss. Also hier kann man durchaus immer wieder was von dieser Arbeitsweise spüren. Das ist ein bisschen schade, das könnte durchaus verschliffener sein. Gerade für ein Premium-Fahrzeug müsste man da vielleicht noch mal ein bisschen Feinarbeit walten lassen. An sich ist aber der Motor sehr gut weggekapselt. Das heißt also akustisch sehr zurückhaltend. Wir haben hier eine Leistung beim Motor von 147 kW bzw. 200 PS und dann eben die Leistung des Elektromotors hier von 81 kW bzw. 83 kW, sodass wir dann eben eine Systemleistung von 300 PS und 520 Newtonmeter haben. Das geht auch schon ordentlich voran, denn 5,9 Sekunden braucht der DS7 hier lediglich von 0 auf 100. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 235 Stundenkilometern, wird auch souverän und gut und zügig erreicht. Eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h ist auch noch angegeben. Die kann rein elektrisch zurückgelegt werden, wenn man dann eben die Antriebsbatterie voll lädt. Die Antriebsbatterie hat eine Kapazität von 14,2 Kilowattstunden brutto.
Netto nutzbar sind etwa 12,8 Kilowattstunden. Geladen werden kann der Wallbox lediglich einphasig und damit braucht dann der DS7 rund 3 Stunden, um die Antriebsbatterie auch wieder komplett zu füllen. Die Reichweite, die angegeben ist, liegt bei 66 Kilometern laut WLTP. Ob wir das schaffen, das erfährt ihr jetzt gleich, denn wir fahren zum Fazit und da gibt es dann Preise, Daten, Fakten und meine Meinung. Bis gleich. Der DS7 ist ein weiterhin super tolles Mittelklasse-SUV. Viel Platz, hoher Komfort und auch eine sehr schicke Optik, wie ich finde. Er hebt sich einfach mal so ein bisschen auch wieder aus der Masse heraus. Naja, ob man jetzt die serienmäßige Sapphire blaue Metallic-Lackierung hier nimmt oder vielleicht ein bisschen was, ja, erfrischenderes. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich würde sogar eher den dynamische Ausstattungslinie DS Performance Line nehmen, weil mir das schlicht und ergreifend gerade auch mit den Alcantara Sachen im Innenraum mehr gefällt als jetzt dieses helle Nappa-Leder der luxuriösen Opera-Ausstattungslinie. Den Einstieg in die DS7 Welt bietet der DS7 Blue HDI 130, also ein 130 PS starker Vierzylinder Turbodiesel. Darüber rangiert dann ein 225 PS starker Plug-in-Hybrid und dann kommt der 300 PS Hybrid, Plug-in-Hybrid und dann eben ganz die obere Spitze bildet dann ein 360 PS starker Plug-in-Hybrid. Das heißt, wie wir sehen, es gibt entweder 3 Plug-in-Hybrid-Benziner oder eben nur diesen einen kleinen Einstiegsdiesel. Was nimmt man da für den Antrieb? Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass es nicht mehr den starken 180 PS Diesel gibt, der in meinen Augen perfekt hier zu diesem Fahrzeug gepasst hat. Lag auch daran, weil er durch das etwas leichtere Gewicht hier wesentlich besseren Federungskomfort noch mitbrachte, mehr diesen schwebenden Teppichkomfort bot, als es jetzt hier der DS7 Plug-in-Hybrid schafft, eben aufgrund des sehr hohen Gewichts und des angepassten A-Werks hier. Meine Empfehlung wäre daher wahrscheinlich sogar der Einstiegsdiesel. Und da geht es dann los bei 42.690 Euro. Wir haben hier den voll ausgestatteten 300 PS Plug-in-Hybrid in der Opera-Ausstattung und der kostet, so wie er dasteht, 66.490 Euro. Ich persönlich finde, das ist echt viel Geld. Ja, es gibt noch eine gewisse Förderung, aber in meinen Augen ist es angemessen, zumal er eben auch gegen die Premium-Anbieter von BMW, Audi und Mercedes antreten möchte. Und das kann er auch. Er hat ein hohes Maß an Sicherheit, er hat ein hohes Maß an Luxus, Komfort und auch Assistenzfeatures wie eben Nachtsicht, Kamera oder teilautonomes Fahren. Alles funktioniert hier richtig gut. Auch das adaptive Fernlicht hier mit den Pixel-LED-Scheinwerfern funktioniert sehr, sehr gut. Also ein richtig tolles Fahrzeug ist der DS7 in jedem Fall geworden. Jetzt kommen wir aber zum anderen Kostenpunkt. Wie schaut es denn eigentlich beim Thema Verbrauch aus? Wir sind die erste Runde eben mit dem vollgeladenen Antriebsakku gefahren. Der Akku hat eine nutzbare Kapazität von ungefähr 12,8 Kilowattstunden. Die waren auch nach 54 Kilometern aufgebraucht. Angegeben sind laut WLTP 66 Kilometern. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und am Ende haben wir dann von der Runde einen ermittelten Durchschnittsverbrauch von 4,2 Litern auf 100 Kilometern plus eben die 12,8 Kilowattstunden, die dann auch wieder in den Akku geladen werden mussten. Mit dem leeren Plug-in-Hybriden, also mit der leeren Antriebsbatterie, haben wir dann die Runde nochmal absolviert. Da musste eben das System dann hier als Hybrid fungieren. Es wird immer wieder eine gewisse Strecke elektrisch zurückgelegt. Es wird auch immer wieder rekuperiert,
Und so funktioniert das Spiel dann im Alltag auch ganz gut und sorgt auch dafür, dass der Verbrauch eben nicht utopisch nach oben geht, sondern wir hier lediglich einen wirklich sehr guten Wert von 6,9 Litern im Durchschnitt hatten. Und das finde ich für ein 2 Tonnen schweres SUV in der Größe mit 300 PS und eben so einem hohen Fahrkomfort durchaus sehr respektabel. Ich hoffe, euch hat jetzt dieses Video einen guten Einblick in den DS7 gegeben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht das Like für dieses Video. Schreibt mir aber jetzt gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox, dass wir ein bisschen diskutieren können über den DS7. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir schreibt über das Fahrzeug, wie euch der Wagen gefällt, wie ihr die Antriebe zum Beispiel findet oder vielleicht eure Erfahrungen mit dem DS7 mit mir teilt. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier bei UbiTestet. Tschüss und Servus, euer Ubi.